Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal tatsächlich ein absolut krass besonderes Video, was es so hier noch nicht gab. Denn ich habe Post bekommen. Ich werde euch jetzt nicht meine Adresse zeigen, okay? Aber ich glaube, man kann das gar nicht erkennen. Aber was steht da? Kann man sehen. Es ist eine Bestellung von Shops the Sims, dem offiziellen Sims-Merch-Store. Und nachdem ich gesehen habe, wie viel Geld ich bezahlt habe, als ich mir einfach nur einen wunderschönen offiziellen Jogginganzug bestellt habe, dachte ich mir, vielleicht mache ich ein Video darüber, um zu schauen, ob sich das Geld wirklich gelohnt hat. Denn das Problem ist, der Jogginganzug an sich hat schon 120 Euro gekostet, weil die Hose 60 Euro gekostet hat fast und der Pullover eben auch. Und das ist noch eine Sache, die kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Das sind wahrscheinlich relativ normale Merchpreise. Also kenne ich auf jeden Fall von anderen auch so. Damit bin ich grundsätzlich fein. Aber dadurch, dass ich in Deutschland lebe, musste ich 30 Euro Shipping bezahlen. Und das ist schon so eine Sache, woran man auf jeden Fall erkennt, dass dieser Shop hauptsächlich für Leute aus Amerika gemacht wurde. Aber es ist noch nicht alles, denn letztendlich ist es beim Zoll gelandet und da muss ich auch nochmal 17 Euro hinblechen. Das heißt, ich habe jetzt fast 170 Euro bezahlt. Für einen Jogginganzug. Wir werden sehen, ob sich das wirklich gelohnt hat oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, okay. Die schöne Verpackung ist auf jeden Fall hinüber. Aber sie wurde eh überklebt mit Zoll und was weiß ich nicht. Also ist sie sowieso nicht mehr so schön. Tada! Der Hoodie! Und die Hose! Woo! Okay. Damit habe ich jetzt auch ein paar kurze Thumbnail-Shots gemacht. Top. Ich bin überfordert. Ich lege den Müll hier weg. Das ist schrecklich. Sul Sul, I'm a 100% compostable bag. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, weil ich war schon so, Plastik, Aber ich finde, wenn es wirklich compostable ist, finde ich es in Ordnung. Ich finde halt auch cool, dass da halt das Sims-Logo so drauf gedruckt ist. So, das ist der Pullover. Ich weiß nicht, wie ich das halten muss, Hilfe. Das hier ist auf jeden Fall drauf gestickt, also das merkt man auf jeden Fall auch. Das ist gute Qualität, was dahin angeht, weil wenn das so gedruckt ist, ist es ja meistens, dass es dann schnell verwäscht und so. Sieht relativ groß aus. Wer hat so lange Arme? We will see, ob mir das Ganze passen wird. Grundsätzlich muss ich aber sagen, es fühlt sich jetzt nicht besonders hochwertig an, wenn ich ehrlich bin. Also es ist jetzt auch definitiv keine schlechte Qualität. Also es fühlt sich schon bequem an und so und weich. Aber es ist jetzt irgendwie auch nichts Besonderes. Aber ich finde cool, dass das hier reingedruckt ist, weil ich hasse diese Schilder immer. 80% Cotton, 20% Polyester. Ist Pakistan gut als Herstellungsland oder nicht? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich kann nicht sagen, ob das jetzt irgendwie eine Sache ist, die man kritisieren kann oder nicht. Aber 80% Cotton, 20% Polyester ist auf jeden Fall an sich, aber vom Verarbeitungsding ist, glaube ich, gut, oder? Ich kenne mich ja jetzt auch nicht so besonders aus. Ich lege das Ganze erstmal hier zur Seite. Ich probiere das Ganze natürlich auch gleich nochmal an. Die Hose. Die fühlt sich absolut dick an. Fühlt sich viel dicker an als der Pullover. Hä? Oh mein Gott, die ist von innen richtig weich. Hä? Aber warum ist das anders? Könnt ihr mir das erklären, EA? Auf jeden Fall ist hier unten so ein leichtes Bündchen und hier oben ist halt so Gummizug. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Von der Länge muss ich halt nur gucken, weil ich bin ja ein eher kleiner Mensch. Aber das fühlt sich viel hochwertiger an, auch. Ah ne, ich dachte, da wäre ein Faden, aber das war keiner. Also es fühlt sich auf jeden Fall hochwertiger an. Ich habe Taschen. Toll. Also das bin ich nicht so gewöhnt, okay? Aber wie gesagt, das hier ist richtig weich von innen. Stelle ich mir sehr, sehr geil vor, daran zu chillen. Ich finde es halt nur irgendwie komisch, dass es beim Pullover nicht so ist. Ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze doch einfach mal an, oder? Ja, ich mache mir jetzt hier vor der Kamera nackig, Leute. Aber ihr dürft nicht gucken. Also, es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich nehme vielleicht gleich nochmal was mit dem Handy auf. Aber ich halte die gerade so vor meinen Brüsten, damit es auf der Höhe ist, wo das am Knöchel dann sitzt mit dem Bund unten. Schon anstrengend so, ne? Okay. Oh mein Gott, fühlt sich das geil an. Es ist so schön weich. Also, ich kann die auch richtig schön hochziehen. Also, das ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Aber ich liebe es ja, wenn es so ein bisschen höher sitzt. Ich habe jetzt eine M genommen, weil amerikanische Größen sind ja ein bisschen größer und ich habe jetzt trotzdem noch super viel Platz. Also da kann man auf jeden Fall sagen, das passt. Und dadurch, dass ich eben klein bin, ist es halt hier unten so ein bisschen so geriffelt. Ich finde es trotzdem fein eigentlich. Die sitzt ansonsten auch richtig gut. Sehr, sehr bequem. Wie gesagt, sehr weich. I like it a lot, actually.
Also die Hose hat auf jeden Fall einen Win verdient. Okay, ich bin noch nicht ganz fertig. Das sieht richtig dumm aus gerade, sorry. Aber es ist doch weicher, als es jetzt vorher gewirkt hat. Trotzdem eine andere Form von weich als die Hose. Was wild ist, würde ich sagen. Aber es ist nicht so, als wäre es nicht schön weich. Also, das mit den Armen, das stimmt so, wie ich das gesagt habe. Weil meine Hand ist hier. Kann so viel umklappen. Also, wer hat so lange Arme? Wirklich? Ich glaube, das soll halt ein Unisex-Ding sein. Deswegen, vermutlich haben Männer längere Arme oder so. In der Regel. Das macht mich gerade ein bisschen fertig, dass das so lange Arme hat. Aber ich meine, ich bin auch gerne, wenn mir kalt ist, dass ich dann so mache. Also es ist jetzt letztendlich nicht schlimm, aber ich glaube, dass das nicht für jeden was ist, weil sich das natürlich dann hier auch so riffelt. Ich finde es persönlich nicht schlimm, weil ich das halt ständig mache. Also an sich gut aussehen tut es auf jeden Fall. Hier sieht man auch nochmal das mit dem Sticken. Das ist hier an der Hose auch. Warte. Da. Also das fühlt sich auf jeden Fall auch hochwertig an. Wie gesagt, es ist irgendwie eine andere Form von dem Weichen, was ich halt irgendwie komisch finde. Weil hier, also es ist beides total weich und sehr, sehr bequem. Aber das hier ist ein anderes Weich als das hier. Und das irgendwie gleichzeitig zu fühlen, das ist so ganz komisch irgendwie, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nochmal gucken wegen der Kapuze. Aber die geht eigentlich, weil oft bei Unisex-Sachen, da sind die Kapuzen so riesig, dass... Weiß ich nicht, dass ich einfach nur eingehe. Aber das ist ja wirklich in Ordnung. Damit komme ich klar. Aber was auch dafür spricht, dass es nicht so krass hochwertig ist. Der Pullover knittert richtig schnell, seht ihr das? Alles geknittert. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Weil man müsste meinen, dass es nicht so schnell passiert, wenn man so viel Geld ausgibt. Aber vielleicht, also es ist halt hauptsächlich an der Kapuze. Der Rest geht eigentlich vom Knittern, würde ich sagen. Bei der Hose ist es zum Beispiel nicht. Also ich meine, Hosen knittern, glaube ich, generell auch nicht so viel, oder? Ich habe keine Ahnung. Denke, ihr werdet mich jetzt auf jeden Fall öfter sehen in dem Pullover. Einfach, damit ich mir denke, ja, das Geld hat sich vielleicht dann doch gelohnt, so, weißt du? Ja, also, ich bleib dabei. Es rechtfertigt auf gar keinen Fall 150 Euro. Also wenn man sich irgendwie was holt, lohnt es sich wahrscheinlich mehr, wenn man eben noch mehr Sachen bestellt. Aber ich bin Studentin. Ich bin jetzt auch nicht der reichste Mensch der Welt. Und das hier war schon eine Ausnahme, dass ich das gekauft habe. Deswegen, ich bin zwiegespalten. Es ist auf jeden Fall viel zu teuer. Es ist trotzdem ein gutes Produkt. Würde ich empfehlen, da zu bestellen, wenn ihr reich seid, ja. Also ja, man kann es machen, aber man würde wahrscheinlich auch klarkommen, weil es nicht so ist. Es wird bestimmt auch Fake-Sachen geben, die bestimmt die ähnliche Qualität aufweisen und günstiger sind. Ich würde es wahrscheinlich empfehlen. Im Großen und Ganzen werde ich die Sachen auf jeden Fall tragen. Aber wie gesagt, es ist bei weitem nicht perfekt. Vor allem eben, wenn man nicht in Amerika wohnt. Ich habe halt einfach 50 Euro mehr bezahlt als Leute, die in Amerika wohnen würden. Wenn ich nur diese 120 Euro zahlen hätte müssen... Wäre es ja vielleicht noch in Ordnung gewesen. Was ist eure Meinung zu dem Sims Shop? Habt ihr dort auch schon was bestellt? Und welches Teil? Und gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!